Ja, das ist wieder eine super Frage. Ja, ich habe gar keine Ahnung. Servus, ich bin Serge Gnabry und ich stelle mich heute dem DFB-Pokalquiz beim FC Bayern. Viel Spaß! Was bedeutet DFB im DFB-Pokal? Deutscher Fußballbund. Wie oft haben Bayern und Leverkusen im DFB-Pokal gegeneinander gespielt? A6, B12 und C18. Ich würde tippen auf... Ich würde sagen 6. Welche Trophäe ist schwerer? Meisterschale oder DFB-Pokal? Darf ich, oder? Ich hoffe, dass sie nicht umkippt. Meisterschale. Ja? Oh. Wie viele Doubles hat der FC Bayern schon gewonnen? Schwierige Frage. Ich glaube, Pokale sind es jetzt 19, könnten 20 werden. Davon Doubles würde ich einfach mal schätzen 13. Oh Gott, wie knapp. Ja, 13 werden es nach Samstag, das meinte ich. Wie viele Tore hat der FC Bayern in dieser DFB-Pokalsaison erzielt? Gegen wen haben wir denn alles gespielt? Gegen Bochum. Frankfurt waren es 2. Vielleicht 7, 6, 12. Ich tippe auf 12 Tore. Wer ist der Top-Torjäger des FC Bayern in der DFB-Pokal-Historie? A. Thomas Müller, B. Robert Lewandowski, C. Gerd Müller. Da mir Robert sehr sympathisch ist, tippe ich jetzt einfach mal auf Robert. Nach seinen 34 Saisontoren diese Saison. Könnte sein? Gerd Müller, oh Gott. Ich glaube, man hört es eigentlich von jedem oder vor allem von Hermann Gerland, wie gut Gerd Müller war. Er erzählt eigentlich nur von ihm und deswegen hat man schon ein bisschen Bezug. Natürlich hat man ihn nicht spielen sehen, aber dass er eine Legende ist, weiß man. Wie viele Liter Bier passen in den DFB-Pokal? A3, B8, C10. Acht. Gegen welchen Verein hast du dein erstes Pokalspiel für den FC Bayern bestritten? A. Hertha BSC, B. SV Rödinghausen und C. FC Heidenheim. War Rödinghausen. B. SV Rödinghausen. Das Ziel war es auf jeden Fall, weiterzukommen gegen Rödinghausen. Es waren sehr schwere Bedingungen, auch ein sehr unangenehmer Gegner, aber wir haben uns zum Glück noch durchgekämpft und damit den Start gelegt für den Pokalsieg. Seit wann findet das Pokalfinale durchgehend im Berliner Olympiastadion statt? A. 1985, B. 1990, C. 2000. 1990. Knapp daneben. Oh, wow. 1985. Welcher Spieler bestritt die meisten Pokalendspiele? A. Franck Ribéry, B. Franz Beckenbauer, C. Miroslav Klose. Franck Ribéry. Ja, das ist ein Spaßvogel, das wissen wir alle, den man gerne in der Kabine, gerne um sich rum hat. Und natürlich auch, wenn man ihn als, sag ich mal, ich, jüngerer Spieler verfolgt hat, was er alles erlebt hat, was er alles gewonnen hat, wie lange er sich auf Topniveau gehalten hat, das ist auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Wann gewann der FC Bayern seinen ersten DFB-Pokal? Natürlich habe ich mich ein bisschen informiert und nachgelesen. Den ersten Pokal gewann Bayern 1957. In welche Ecke hast du dein erstes DFB-Pokaltor für den FC Bayern geschossen? Erstes DFB-Tor war gegen Hertha BSC, wo ein Abpraller kommt und ich ihn im Dropkick nehme und er unten rechts ins Eck reingeht. Welcher Spieler gewann den DFB-Pokal am häufigsten? A. Oliver Kahn, B. Philipp Lahm, C. Bastian Schweinsteiger. Wir tippen Bastian Schweinsteiger. Wie oft stand der FC Bayern bereits im DFB-Pokalfinale? Habe ich mich natürlich auch informiert. Mit diesem Jahr 24 Mal. Wer ist der einzige Spieler, der 3 Jahre in Folge den Pokal gewinnen konnte?
A. Klaus Allofs, B. Kurt Sommerlath oder C. Jupp Heynckes. Da gehe ich auf Klaus Allofs. Falsch? Kurt Sommerlath. Respekt an den Kurt. Wie viele Tore erzielte der FC Bayern bei seinem höchsten DFB-Pokalsieg? A. 16, B. 6 und C. 22. In einem Spiel, das kann ja eigentlich nur 6 sein. Aber wenn es 16 sind, dann weiß ich auch nicht, gegen wen die gespielt haben. Ja, 16 tatsächlich. Die Armen. Welcher Spieler schoss die meisten Tore im DFB-Pokal Endspielen? A. Gerd Müller, B. Uwe Seeler, C. Robert Lewandowski. Da gehe ich natürlich wie vorhin auch nach dem richtigen Ergebnis nach Gerd Müller. Sag mir nicht, dass jetzt umgekehrt ist. Ich habe mich doch nicht informiert. Wie viele Tore hat Gerd Müller für den FC Bayern im DFB-Pokal erzielt? Ja, das ist wieder eine super Frage. 25. Bombe. Wie viele Minuten standest du in dieser Saison im DFB-Pokal auf dem Platz? A 290, B 350 und C 220. Ja, wir haben gar keine Ahnung. C sieht am schönsten aus. Ist auch richtig, ne? Ja. Wie viel? 290. Oh Gott. Okay. Wie viele Tore hast du in dieser Saison im DFB-Pokal erzielt? Ich glaube, das war nur eins. Stimmt, habe ich recht? Bochum auswärts, glaube ich, 1-1. 1-1, glaube ich. So, Leute, das war das DFB-Pokal-Quiz des FC Bayern mit mir, Serge Gnabry. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich hoffe, ihr hattet ein paar Fragen mehr richtig als ich. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann klickt einfach genau hier. Und hoffentlich haben wir am Samstag den Pokal in der Hand und ihr könnt ihn zu Hause auch so feiern.